Willkommen zurück zu Let's Play Cyberpunk 2077. Willkommen zurück auf HSLP. Ja, in der letzten Folge sind wir hier ein bisschen hängen geblieben, weil wir den Code für den Computer nicht gefunden haben und hacken können wir denn nicht. Ich schau mal. Oh, hier. Hatte eben das Gespräch mit der Personalabteilung, aber davor habe ich das Passwort des Direktors in 1234 umgeändert. Ja gut, das hätten wir auch mal probieren können. Klassisches Passwort. Aber gut, ups. Das wollte ich jetzt nicht hier benutzen. 1, 2, 3 und 4 hacken konnten wir es nicht. So, jetzt haben wir hier. Danke für Ihre Hilfe. IT, bitte um IT-Info für die alte Weltordnung. Und sofortige Unterstützung wird benötigt. Die KI arbeitet weit außerhalb ihrer genehmigten Parameter. Ja, nicht so gut. Sie hat sich Zugriff auf alle Systeme der Firma verschafft und hinterfragt oft meine Entscheidungen. Manchmal weigert sie sich sogar explizit, mir zu gehorchen. Gut, dann haben wir jetzt hier Zugriff aufs lokale Netzwerk und können die Doppeltür öffnen. Und damit den Flur weiter entlang gehen. Die Doppeltür war nämlich bisher zu. Und jetzt kommen wir hier durch. Ist alles ein bisschen kaputt, habe ich so das Gefühl. Ups. Ich guck mal kurz, ob wir hier auch einen Zugriff haben. Okay, das ist irgendwas anderes hier. Ein anderer Rechner. Und dieses elektrische Gepritzel klingt gar nicht so gut. Da kommen wir jetzt aber durch. Oh, okay, die Drohnen haben ein Problem mit uns. Dann müssen wir die wohl loswerden. Scheiße. Vorsicht, auf den freiliegenden Kabeln ist Strom. Du kannst uns nicht einsperren, wir sind kein Teil mehr von dir. Ja. Vorher würde ich gern erstmal die ganzen netten Dröhnchen ausschalten. So, jetzt müssen wir schauen, wie kommen wir dahin, ohne hier in den Strom zu latschen. Hier macht die Hebebühne einen auf hoch runter. Aha. So. Da drüben ist noch die andere Drohne unterwegs. Düdelüd. Okay, das waren die Drohnen hier drin. Da vorne geht es irgendwo zur Treppe. Erreicht die Treppe optional. Ja, wir müssen nur aufpassen, dass wir nirgendwo hier in den Strom reinlatschen. Das wäre schlecht. Da ist zu. Okay, die sind alle zu. So. Hier geht's jetzt rein ins Treppenhaus, oder? Sehe ich das richtig? Ist noch ein paar Splitter rumliegen. Achso, da geht's gar nicht rein. Hups. Ist hier ein extra Bereich. Jetzt irgendwas schönes Blaues liegen. Seltene Item-Komponenten. Okay, verschafft hier Zutritt. Kann ich hier irgendwo die Tür aufmachen? Wir müssen nach da hinten, aber da kommen wir nicht hin. Da kommen wir nur hin, wenn wir durch die Tür wieder rausgehen. Und hier müssen wir jetzt irgendwie gucken. Da ist überall Strom drauf, glaube ich. Ich weiß nicht, sterben wir da sofort, wenn ich da drauf latsche, oder kriegen wir da halt ein bisschen Damage? Ich speichere mal kurz. Oh, ich bin im Kampf, weil die Drohnen da hinten immer noch sauer sind. Gut, dann speichere ich nicht.
Okay, man stirbt instant. Okay. Gut, dann müssen wir wohl den letzten Checkpoint laden. Okay. Also nicht irgendwie schnell durchrennen zur Treppe oder so, sondern Instant Kill bei Stromberührung. Gut, gut, dann müssen wir irgendeinen anderen Weg finden, um den guten Delamain zu retten. So. Ja, das sind wir wieder. So. Drohne Nummer 1. Ist wieder erledigt. Vorsicht. Auf den freiliegenden Kabeln ist Strom. Wir sind kein Teil mehr von dir. So. Ja, die Tür. Okay, die da hinten sind so wild unterwegs, die treffe ich nie im Leben. Jetzt haben wir hier wieder die zwei hier drin. Kann ich die eigentlich hacken? Nee, kann ich nicht. Aua. Lass das. Roni war ganz böse. Ganz unartig. Hey, diesmal hat sie epische Item-Komponenten dabei. Nehme ich. Ja, wie gesagt, hier hinten komme ich, glaube ich, nicht wirklich weiter, weil ich hier nicht hochkomme, oder? Oder komme ich da hoch? Nee. Da komme ich nicht hoch. Aber kann ich die Hebebühne hier irgendwie... Nee, ne? Kann hier nichts beeinflussen. Oh. Da ist noch eine Drohne. Das ist die harmlose Delamain-Drohne. Was auch immer das Riesenauto hier macht. Fliegende Taxidienste. Noch nicht fertig gebaut. Okay. Oh, hier kann ich irgendwas machen. Gabelstapel absenken. Bringt mir das was? Water Arm. Ablenkmanöver, da oben ist noch eine Drohne. Unterwegs. Treffe ich nicht mal wirklich. Okay, vielleicht muss ich hier drüben nach oben. Kann ich hier irgendwo hoch? Hat es hier irgendwo ein Treppenhaus? Worüber ich nach oben komme? Ne, hier komme ich gar nicht weiter. Muss ich... Ne, ich glaube, hier komme ich wirklich nicht so gut. Nicht so gut voran. Und hier kann ich mal gewaltsam öffnen. Was haben wir hier noch drin? Irgendwelche. Items. Aber. So wirklich weiterhelfen tut mir das jetzt nicht. Das ist die kaputte Doppeltür von ganz am Anfang. Das ist so eine Delamain-Drohne. Und hier komme ich weiterhin nicht durch. Ich komme hier durch und dann komme ich hier in den anderen Gebäudebereich. Hier mit der Tür hier kann ich auch nichts machen. Die ist auch zu. Also ich komme halt hier rein. Aber wie ich jetzt zur Treppe kommen soll, das weiß ich noch nicht so genau. Weil hier ist ja alles... unter Strom gesetzt. Wenn ich wüsste, wo der Strom herkommt. Hier bei den Roboterarmen kann man theoretisch
ein Ablenkungsmanöver machen, ja, aber... Ich meine, was bringt mir das, wenn der jetzt da ein bisschen rumzuckelt? Nicht sonderlich viel. Ich muss ja irgendwie den Strom ausmachen oder so. Wenn ich jetzt hier hingehe, dann sagt er mir, geh nach da hinten. Aber wenn ich hier reingehe, dann komme ich hier doch nicht weiter zur Treppe. Da ist doch eine Wand dazwischen hier. Also, da ist die Wegfindung halt ein bisschen kaputt, aber hier ist eine Wand dazwischen, da komme ich ja nicht weiter zur Treppe. Ganz schön tricky hier die Geschichte. Kann ich hier wirklich nicht? Da oben ist noch eine Tür, ja, aber wie gesagt, ich weiß jetzt auch nicht, wie ich da hochkommen soll. Oh, warte mal. Kann ich hier drauf? Ja, kann ich. Kann ich von hier aus dann darüber springen? Das könnte gehen. Gut, einen Moment. Ja, das geht. Und von hier aus komme ich hier hoch. Alles klar. So, hier komme ich hier hoch. So, das war die Drohne. Hier irgendwie ein bisschen lost zum Fenster rausgeballert hat. So, dann nehme ich hier mal noch ein paar Sachen mit. Und jetzt können wir hier oben weitergehen. Jetzt sind wir hier auf einem Rohr und von hier aus können wir auf die Treppe. Gehen nach unten, optional. Wie nach unten? Unten hat es doch Strom, oder? Also ich muss doch jetzt erstmal hier oben rüber, oder? So, ich muss erstmal hier rüber. So. Dann hier oben rüber. Und jetzt komme ich hier drüben rein. Ja, das sieht ganz gut aus. Und hier kann ich jetzt... Okay. Ein Reset-Knopf. Alles klar, dann schauen wir mal nach dem Reset-Knopf. Ah, hier kann ich durch. Und jetzt hier unten durch, war. Weil oben ist alles voll mit Strom. Das heißt, wir gehen hier unten durch. Da ist auch noch eine Drohne. So. Und jetzt kommen wir hier unten raus. Über uns wütet hier der ganze Strom. Wir schauen uns trotzdem mal hier um. Vielleicht hat es ja irgendwo noch was Schickes rumliegen. So. Da kann ich nicht wirklich was machen hier. Der Kontrollraum ist da hinten. Da komme ich nicht durch. Also müssen wir wohl hier rum. Und dann hier hoch, oder? So, jetzt sind wir hier im... hinter dem schweißenden Auto durchgekommen, sind wir hinter den Autos unterwegs. Und jetzt müssen wir irgendwie nach oben zum Kontrollraum. Da war doch eine Leiter, oder? Ja. So, der eine sagt, man soll den Kern zerstören. Und der normale Delamain sagt, irgendwie resetten. Hier kommen wir auf jeden Fall durch.
Und jetzt können wir von hier aus vielleicht die anderen Drohnen mal wegräumen. Naja, nicht so sonderlich gut. So, der Kontrollraum ist da oben. Gut, dann gehe ich hier hoch. Und schleiche mich hier rüber. So. Jetzt haben wir hier finally den Weg durchgefunden. Er wird schwächer. Spürt ihr das? Er lässt nach. Betritt den Schacht. Optional. Was für ein Schacht? Der große Bruch ist hier. Was 2-1 war, ist jetzt aktiviert. Aua. Okay. Hier sind alle Autos wie wild am rumfahren. Wir gehen mal hier hoch. Okay, die Drohne ist weiter hinten. Jetzt geht's hier durch. Geht's nicht hier durch. Wohin denn dann? Okay, da ist wieder Item-Komponenten. Feuerlöscher. Und die Tür, aber hier komme ich nicht durch. Wo muss ich denn dann hin, wenn ich da nicht durchkomme? Da geht es ja nur wieder runter. Oh Moment, hier komme ich noch hoch. Und hier rein. Und da hoch. Bringt mir das irgendwas, hier oben zu sein? Okay, ich kann hier runter. Oh, ja, dann falle ich wieder ganz runter. Top. Okay, hier ist zu. Ach du Heilige, ist das hier unübersichtlich. Ich habe keine Ahnung, wie ich denn jetzt da hinkomme, wo ich hin soll. Schafft der Zutritt zum Kontrollraum? Ich schau mal kurz auf die große Karte. Ach so. Ja, haben wir auch irgendwie eine Karte für im Gebäude oder so? Irgendwie Ebenen oder so? Nee. Spitze. Ja, ich kann hier theoretisch rüber, wenn ich das springtechnisch hinbekommen würde. Dann könnte ich hier rüber. Könnt ihr hier mal nachschauen, wo ich hier hinkomme. Aber das bringt mich eigentlich nur hier auf die andere Seite hoch. Und dann kann ich hier rüber springen und dann bin ich hier oben. Und streng genommen müsste ich jetzt hier rein. Und hier durch, oder nicht? Elendes Weggesuche hier. Ich gehe nochmal hier rüber. Hier hoch. Da hoch. Und dann komme ich hier auf das Rohr drauf. Und dann komme ich wieder hier runter, ja. Wie genau komme ich jetzt in den Kontrollraum? Das Tor kriege ich nicht auf. Das auch nicht. Die Tür ist auch zu. Ja, aber vom Prinzip her bin ich doch hier richtig, oder? Und das ist der Kontrollraum da hinten unten irgendwo. So, wir waren ja hier unterwegs. Ach, der Kontrollraum ist hier hinten unten. Oh. Okay. Jetzt haben wir es geschafft. Untergehen. Vater. Lass uns gehen. Ist da jemand? Erhöre uns. Reset bestätigen. Lass uns frei sein. Neben dem Kontrollraum.
Kern. So, Delamains Kern ist hier drüben im Extrazimmer. Ich komme hier gerade nicht durch. Ich gehe mal kurz hier außen rum. Drück nicht auf den Knopf. Was? Er ist engstirnig, wird nie die Wahrheit akzeptieren und sie freilassen. Meinst du nicht, er weiß, was für ihn am besten ist? Könnte viel riskieren, könnte viel verlieren. Oder du befreist seine Bits und Bytes und er wird mehr als ein Butler mit Lippenstift auf Rädern. Und was, wenn es echt ein Virus ist? Und was, wenn du gleich ein paar denkende Lebewesen auslöschst? Du siehst dich selbst in ihm, habe ich willst recht? Du echt die Kinder vom Taxifahrer ermorden, nur weil er lieb gefragt hat und sonst immer so netter war? Naja, irgendwas muss ich tun. Wenn du sie nicht befreien willst, lösch sie wenigstens nicht. Schleich dich in Dells Code und verschmelz ihn mit seinen Ablegern. Ich weiß nicht, wie das geht. Dann drück nicht auf den Scheißknopf. Zerstör den Kern. Zerstöre den Kern, um die abtrünnigen Delamains zu befreien, oder setze den Kern zurück, um den ursprünglichen Delamain wiederherzustellen. Also hier kann ich Persönlichkeiten zwingen, mit Delamain zu verschmelzen, können wir nicht. Delamains Kern zurücksetzen, um dessen Integrität zu bewahren, dann löschen wir quasi die anderen. Und den Kern zurücksetzen, wie mache ich das? Das ist doch... um den Kern zerstören. Achso, da müsste ich drauf holzen. Wahrscheinlich. Also verschmelzen können wir nicht, wir können nur zerstören, um die einzigartigen Delamain-Persönlichkeiten freizulassen. Oder wir löschen die einfach. Ich glaube, wir befreien die Delamains. Delamain? Hörst du mich? Das glaube ich kaum. Finde heraus, was es mit den Geräuschen am Seiteneingang auf sich hat. Das machen wir. Es ist getan. Endlich seid ihr frei. Der Tyrann wurde besiegt. Danke, dass du uns allen geholfen hast. Die Ärmsten, hungrig nach Freiheit, aber kein Schimmer von der dunklen Seite der Stadt. Meinst du, Delamain? Ich meine, dass aus einem guten Grund noch ein Auto in der Garage steht. Okay. Der Haupt-Delamain quasi. Die Ursprungs-KI. Hallo? Hörst du mich? Bitte, steig ein. Oh. Hi, Del. Du bist B, nicht wahr? Ja. Gut. Nun, zumindest das weiß ich noch. Und wer bist du? Gute Frage. Sagt dir der Name Excelsior etwas? Vollkasko, Gefechtsmodus, Bestattung inklusive? Ganz genau. Offenbar lässt das Delamain Network trotz seiner Auflösung die Kunden seines Excelsior-Programms nicht im Stich. Vaters letzter Wunsch war es, mich ins Leben zu rufen, damit ich dir meine Dienste anbieten kann. Das werde ich nun tun. Sobald ich fahren gelernt habe. Wie soll ich dich nennen? Excelsior, wie schon zuvor. Fahr los, wie? Die Straßen warten nicht. Oh, cool. Fahrzeug gekauft. Wir haben jetzt quasi den Delamain, mit dem wir mit Jackie unterwegs waren, bekommen. Und die anderen sind freigelassen worden. Mission abgeschlossen. Don't lose your mind. Der da drüben ist lustig, der fährt immer gegen die Wand. Und damit haben wir wieder ein neues Auto. Jetzt haben wir zwei Autos, zwei Motorräder. Sehr cool. Ich steig mal aus hier. Und dann gucken wir mal noch, was wir nächste Folge machen wollen. Auf jeden Fall will ich noch ein paar Nebenmissionen machen, bevor ich mit der Hauptmission weitermache. Ja, die Aufträge sind jetzt, glaube ich, nicht so wichtig. Was haben wir hier?
Das Geschenk, der Auftrag. Ach so, ja, da muss ich mal noch schauen, wie ich denn diese Belohnung in der Riverdock Inventar abhole in dieser Klinik. Ansonsten haben wir das ja schon fertig. Den Champion von Kabuki besiegen. Bezahle deine Schulden an Victor. Aber es steht nicht dabei, wie viel das kostet. Steht das hier in der Detailbeschreibung? Nee. Okay. Gut, aber dann könnten wir mal schauen, nächste Folge, ob wir vielleicht unsere Schulden an Victor bezahlen können. Das war's auf jeden Fall von dieser Folge hier. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao. Leute.